Hallo Leute, willkommen zum letzten Matchday-Video dieser Match Attacks Mini-Tin-Battle-Woche. Tin-Battle diesmal zwischen der Match Attacks Champions League und der Match Attacks Premier League-Serie der Saison 2018-2019. Wir hatten schon die beiden anderen Matches diese Woche gehabt mit den Tins und von daher ist ja bekannt, wie es läuft. Wir vergleichen die beiden Tins miteinander, indem wir die Karten vergleichen und der höhere Wert gewinnt. Die Limit zählt natürlich nicht, das hatten wir auch schon. Und ja, sollte es zu einem Gleichstand kommen, das hatten wir ja letztens erst. Gott, was ist denn mit den Champions League Karten los? Sollte es zu einem Gleichstand kommen, zählt die nächsthöhere Karte auf beiden Seiten. Ist das zu glauben? Das ging ja fast gar nicht auf. Da muss ich sagen, ist die Premier League besser. Die haben hier so eine, was vorperforiert ist, wo man es wunderbar aufreißen kann. Das ist schon einiges einfacher. Okay, also. Champions League. Links. Gegen Premier League rechts. So. Dann fangen wir mit der Champions League an. So, wo haben wir die Codekarte? Die wäre hier. Die stecken wir hier direkt vor die Limi, dass man die nicht sieht. Und dann geht's los. Es geht direkt mit der Clubkarte los. AS Rom, dann hätten wir 70 Maicon, dann 69 Bittencourt, 71 Maicon und Serdar Aziz. Dann haben wir 68 Delaney. 81 Niguez, höchste Karte bisher, höchster Wert. 73 Smalling. 86 Ederson, noch höher. 73 Martinez. 64 Serdar. 64 Ferry. 78 Ali. 63 Otavio. 75 Lo Celso. 68 Pellegrini. 76 Semedo. 83 Robben, 75 Florenzi, 77 Roberto, 80 Alcantara, 85 Dybala, 75 Milner, 74 Hüsey, 68 Asamoah, 68 Burgstaller, 83 Lopez, 78 Dembélé, 74 Lopez, 74 Götze, 76 Rashford, 67 Murillo, dann Clubkarte, 60 Kunz, 74 Ahulu und Tillemont, Clubkarte, 66 Feghouli, dann 83 Danny Carvajal, 2017-18 Winner Real Madrid, dann eine Goal Machine mit 88, jawohl, ist Mo Salah, dann 75 Pastore, Passmaster, Lukaku mit 83 Goal Machine und Man of the Match Christian Eriksen mit 93 Attack. Höchster Wert der Champions League Serie. Man of the Match Christian Eriksen für die Spurs mit 93 Attack. So, die Limits machen wir zum Schluss. So, hier haben wir die Limi. Machen wir das Ganze so. Gut. Dann haben wir doch noch einen links. Okay, Moment. Dann machen wir das so. So. Und so. Genau. Richtig, da haben wir die Powerkarten nämlich ganz unten. So, 65 Rals, dann eine Taktikkarte, dann 67 Bakuna, 70 Höchstwert, oh, Moment, eigentlich wäre 67 sogar der Höchstwert gewesen. Jetzt 70 der Höchstwert Femenia, 66 Knockout, 80 Guaita,
63 Taylor, 62 Jagielka, 61 Morgan, 78 Rashford, 78 Dembélé, 82 Mané, neuer Höchstwert, 72 Carney, 69 Bowley, Lössl 82 oder Lössl 82, 73 Cedric, 68 Cook, 75 Wilshere, 68 Dan, 63 Francis, dann Taktikkarte, 71 Richarlison, 70 Albrighton, 70 Diam, 78 Pedro, 78 Silva, 78 Martial, 79 Giroud, dann Ake oder Ake, 74, 86 Christian Eriksen, Fan Favorite, 66 Noble, 72 Jota, 64 Diabaté, 75 Sessegnon. Dann haben wir die Star Signings, 81 Lichtsteine, 80 Arnautovic, 88 Aubameyang, sogar noch besser. Dann haben wir Clubkarten, Bournemouth, Chelsea, Leicester. Dann haben wir Man of the Match, Fabinho 90, Jorginho 85, Walker 96 und Club 100 Karte Gabriel Jesus für Manchester City und damit die höchste Karte, aber auch die 96 hätte schon gereicht, um den Christian Eriksen Man of the Match zu schlagen. Ja, die Club 100 Karte Gabriel Jesus gewinnt gegen die Man of the Match Karte Christian Eriksen 100-93. Also Punkt für die Premier League. Aber wir wollen uns natürlich noch die Limis angucken. Da hätten wir bei der Champions League Serie Mats Hummels für die Bayern. Und bei der Premier League Serie ist es Dele Alli für die Tottenham Hotspurs. Allerdings nur in Bronze. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ansonsten danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.